So, da sind wir wieder. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Minecraft in Dorf 9500. Schieß mich tot. Ja, ich würde dich gerne tamen, aber teilweise muss ich auch übers Meer schippern und ich glaube nicht, dass du mir da folgen wirst. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, hier die Dörfer zu durchsuchen. Da bin ich ehrlich zu euch. Ich bin die Dörfer satt. Ich meine, cool und schön und toll, aber irgendwie, es reicht. Moment mal. So, einmal kurz wieder abgehustet. Okay, wir sind weiterhin auf der Suche nach Dschungel. Und ich habe ja angekündigt, ich werde... Oh, Aufrüstung, Ausrüstung, aufwerten. Ich werde keinen Halt machen, bis sie nicht tatsächlich einen Dschungel gefunden haben. Und dazu stehe ich auch. Es könnte halt also ewig dauern. Ja, aber... Ja, ich sag mal so, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, jede Reise ist schwer und schwierig, aber am Ende lohnt es sich. Autsch! Ich habe mir den Knöchel verstopft, ich will nach Hause. Es könnte natürlich sein, dass wir schon längst den einen oder anderen Dschungel gesehen haben, beziehungsweise an ihm vorbeigeschippert sind, ohne ihn entdeckt zu haben. Das wäre natürlich sehr unlucky. So, pass auf, ich muss einfach... Minecraft ist ja immer so ein... Kannst du mal bitte mit dem hohen Gras weggehen? Minecraft ist ja so ein bisschen sadistisch, habe ich immer das Gefühl. Als hätte Minecraft ein Eigenleben. Immer wenn ich nämlich nach Dörfern gesucht habe in der Vergangenheit, vielleicht erinnert ihr euch, habe ich nicht ein einziges Dorf gefunden. Nicht ein einziges Dorf. Und jetzt, wo ich sage, so Dörfer ist eigentlich genug, werde ich auf gut Deutsch zugeschissen mit Dörfern. Aber for real jetzt mal, ne? Ich will endlich... Ich möchte keinen Dschungel finden, Minecraft. Hörst du? Ich möchte... Wenn es geht, keinen Dschungel finden. Alles, bitte nur keinen Dschungel. Du kannst mir alles geben. Wüste, riesige Berge. Alles kannst du mir geben, aber keinen Dschungel. So, müsste jetzt angekommen sein. Na, dann warten wir mal. Dauert jetzt nicht mehr lange. Dann kriege ich riesige Berge. Kennt ihr... Gut. Okay. Kennt ihr Terminator? Skynet ist euch ein Begriff, oder? Die künstliche Intelligenz. Kürbiskerne, Kürbiskerne. Wir haben Kürbisse, oder? Aber Kürbisse sind jetzt auch nicht so selten. Das kann man wegpacken. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch Minecraft ist so eine Art künstliche Intelligenz, die auf ganz perfide Art und Weise uns Menschen unterjochen will. Ja, genau das wird es sein. Reparieren und entzaubern die ganzen Dinge, die seit 1.14 dabei sind und ich immer noch nicht kenne. Warum seid ihr gefangen? Free! Euch alle! Uha! Uha! Also das ist jetzt mal eine Ansage, ne? Reagiert ihr nicht drauf? Alles klar. Also ich glaube echt, Minecraft will mich... Ich weiß nicht, ob es die ganze Menschheit ist, aber auf jeden Fall, es ist mein Bett. Ein kurzer Moment.
So, eine kurze Unterbrechung. Mein Sohnemann kam gerade rein, nichts wissend, dass ich hier gerade aufnehme und braucht eine Unterschrift für seine Schule. Deswegen musste ich mal kurz Pause machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich werde es wahrscheinlich nicht rausschneiden, weil mir das dann halt einfach ein bisschen zu aufwendig ist. Ich glaube, die, weiß nicht, halbe Minute, Minute, die ihr jetzt gewartet habt, die sind zu verkraften. Ansonsten, sorry. So, dann mal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Skynet, Minecraft, Skynet. Also ich glaube, da gibt es schon eine Verbindung. Und zwar eine sehr arg perfide Verbindung. Habe ich noch gerade erwähnt, ja, ich möchte unbedingt Wald haben und viele Berge und noch mehr Dörfer. In der Hoffnung, dass Minecraft genau das Gegenteil macht. Minecraft erkennt die Muster, Minecraft erkennt die Zeichen. Minecraft hat sich gespeichert und gemerkt, was ich gesagt habe, was ich wirklich brauche. Und wird jetzt alles tun, damit ich wahnsinnig werde. Und dann irgendwann mal aufgeben und dann vielleicht nur noch Hello Kitty Online spiele oder sowas. Ja, aber ich werde nicht verrückt. Nicht so schnell, Minecraft. Oh nein, nicht so schnell. Ich werde nicht. Ich gehe auf Krücken, Alter. Ich könnte kotzen, ey. Das ist nicht euer Ernst, ne? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Nö, ich weigere mich. Da ist ein Portal. Ein Netherportal. Gab es hier oder soll es hier nicht auch Dings geben? Eine Truhe immer? Jawohl, guck mal hier. Ui, eine schusssichere Goldstein, Goldscheit-Dings, ne? Und eine Goldschaufel. Komm, eine Schaufel wollte ich sowieso mal. Alter, Alter. Pass mal auf, guck mal. Aha. Die ist doch groß genug. Ist hier noch irgendwas im Weg? Das ist doch auch. Zählt das nicht auch? Dachte, ich hätte schwören können, das zählt auch. Oh, gut, dann halt nicht. Nee, ist ja kein Problem. Goldklumpen kann ich aber auch. Ach Mann. Ach Mann. Was ist da? Kürbisse. Habe ich nicht gesagt, ich habe genug Kürbisse? So, ihr Lieben. Skynet, Minecraft hat zugeschlagen. Ich sag auch nichts mehr. Nö, ich sag, das sieht schön aus. Kann ich die mitnehmen? Schön, eine Sonnenblume. Werde ich sowieso gleich irgendwann mal wieder wegschmeißen. Sollte ich irgendwann mal einen Dschungel finden. Ey, Alter, das, ne? Komm, mache ich jetzt schon. Ich rasiere gleich hier so mit meinem Schwert durch die Leute durch, ne? Ich interessiert mich nicht, was ihr habt. Vielleicht doch. Zeig her. Nicht du. Gut. Ja, gib den Stock her. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will einen Dschungel haben. Ich will keine Dörfer mehr. Ich will auch keine Katze mehr. Geh weg, Katze. Och Mann. Ich will jetzt Berge hochgehen und dann mal gucken, inwieweit ich bleibe, aber tatsächlich dabei. Das einzige Problem, das ich jetzt dann wirklich nur habe, ist, wie kommen wir dann wieder nach Hause? Am besten natürlich über den Nether. Oder durch den Nether. So, einmal kurz hier hoch. Aber so geht auch. Danke. Das wäre natürlich das Schlauste, aber. Nee, 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 nicht in eine Höhle rein. Höhlen haben wir jetzt auch schon genug hinter uns. Jetzt kriege ich natürlich die Berge, ne? Ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit
von Bergen gesprochen. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier im Let's Play auf Reisen bin und sage, ich möchte zwingend einen Dschungel, dann ist das so, nach ein paar Folgen, nach einer gewissen Zeit ist das so, es könnte langsamer öde werden. Man braucht ein bisschen Abwechslung, aber was soll ich denn machen? Okay, jetzt haben wir hier Schnee, das ist schön. Schnee ist immer super. Boah, ich habe schon lange kein Dorf mehr entdeckt. Kriege ich mal wieder ein Dorf? Das wäre richtig cool. So, was haben wir hier? Okay, das ist ganz normal. Sieht alles ganz normal aus. Wir können aber trotzdem hier weitergehen, würde ich sagen. So. So tun wir uns nicht großartig weh. Also ganz ehrlich, mir macht die Reise auch an sich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, wenn wir mit der Reise fertig sind, werden wir mal gucken, wo wir dann halt umsiedeln zu einem besseren, schöneren Gebiet. Alter, ist das. Boah. Autsch. Es sieht ja schon Hammer aus. Was ist denn das für ein Lied? Ah, Assassin's Creed. Dieses Lied ist von Assassin's Creed. Das sieht ja schon geil aus, ne? Ach, hier haben wir wieder so einen Kiesberg. Und da hinten wären dann auch wieder Schwarzeichen, glaube ich. Jawohl, da hinten Schwarzeiche. Sehr schön. Am Ende kommen wir da zu dem einen Portal hin. Dem ersten Portal, das wir gemacht haben. Als wir da die Schwarzeiche entdeckt haben. Das wäre natürlich. Ja, eigentlich schon lustig. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was ist denn das wieder für ein Gebilde? So, noch mehr Berge. Boah, ich fühle mich jetzt auch so wie in Assassin's Creed. Wow, haha. Aha. Okay, weit und breit nur Schwarzeiche. Das ist sehr episch. Und ich springe jetzt hier runter, so episch, wie man es nur halt kennt aus Assassin's Creed. Aber nein, mache ich natürlich lieber nicht. Denn ich weiß nicht, ob meine Krankenversicherung das abdeckt, solche Aktionen. Und dann stehe ich dann halt da. Oder liegen, wahrscheinlich, weil ich da nicht mehr stehen kann. Aber der Gedanke war interessant. So. Huch. Alpaka. Es ist ein bisschen aufdringlich, oder? Die Musik so ein bisschen. So, als ob man jetzt irgendwie. Autsch. Als ob man irgendwie einen Zugzwang hat. Huch, was war das denn? Hä? Falsch haben wir das nicht. Warum wurde ich ihn jetzt nochmal verletzt? Bin über nichts rübergelaufen. Ich hatte keinen Fallschaden. Was war das? Oh mein Gott. Also nach Dschungel sieht das hier bis jetzt noch nicht aus. So. Wir entdecken die Welt neu. Sag mal, mir wurde ja auch auf Twitch, ach auf Twitch, halt die Klappe, Mann. Auf Twitter, als ich gefragt habe nach Horror Games, wurde mir auch von meinem besten Kumpel hier Alien Isolation empfohlen. Und ich erinnere mich, dass das ein ziemlich fieses Spiel sein soll. Ja, sowohl weil es halt auch an und für sich fies ist wegen Alien, aber halt auch relativ ein hoher Frustfaktor mit verbunden sein soll. Wisst ihr da was? Ich glaube, momentan gibt es noch keine, also bis jetzt, also es gibt generell keine Demo zu diesem Spiel. Gut, auf Instant Gaming würde es circa 6, 7 Euro kosten. Da hätte ich jetzt wirtschaftlich nicht so den großen Verlust. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, gut, ich muss mir jetzt erstmal durch dieses eine Horror-Let's Play da schlagen. Auch wenn es nun angespielt ist, mit der Demo von, weiß nicht, was für eine Zeit. Ich glaube, Pan hatte irgendwie eine Stunde gebraucht für. Keine Ahnung, aber wenn ich jetzt mal so für später, falls mir das doch mit den Horror-Games doch zusagt, so Alien Isolation? Wo ist mein Bett? Also interessiert bin ich schon. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor allem allein auch schon, weil ich Alien liebe. Also die ganze Filmserie. Außer Alien vs. Predator. Das hätten sie sich ruhig sparen können. Ich weiß nicht, wie firm ihr da mit diesem Thema seid, aber Alien Predator, das war ein Schiss in den Ofen. Ja, ich weiß, es heißt Schuss in den Ofen, aber ich habe durchaus bewusst Schiss in den Ofen gesagt, weil mehr als ein Schiss war das nicht. Das war Alter. Und du hast noch nicht mal Schiss bekommen bei dem Dingsfilm. Es war einfach nur, och, bitte nicht. Aua. Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Lass mich doch mal los hier. So. Aber wie gesagt, Alien Isolation hat mich damals auch schon interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil tatsächlich ist es ja so, diese ganzen Alien-Games, Alter, irgendwann sterbe ich, ne? Diese ganzen Alien-Games waren ja bis jetzt immer so, du hast irgendwie, du bist wie so ein Doom Space Marine da irgendwo in ein Einsatzgebiet gekommen, mit Munition ohne Ende, Waffen ohne Ende und dann hast du Horden von Aliens geballert. Das war eigentlich wie modernes Moorhundschießen. Ja, also nur Gemetzel, ohne dass da irgendwelchen Gruselfaktor entstand. Alter, die Musik. Ohne dass da irgendwie wirklich ein Gruselfaktor entstand. Und Alien Isolation soll ja genau das Gegenteil darstellen. Du sollst ja wirklich mit nichts... Ach, Schwarzeiche. Du sollst ja echt quasi nichts haben. Und so quasi... Ich weiß nicht, kennt ihr Aliens noch? Also den ersten Teil? Als man damals da halt... Moment. So, Entschuldigung, wieder abgehustet. Als damals Ripley da alleine auf den Alien-Raumschiff war, also nicht allein mit ihrer Crew, aber halt ohne Waffen und so weiter, nur um... Irgendwie wurden sie vom Hilferuf irgendwie aus dem Cryo-Schlaf geholt. Dann kam das Alien halt auf ein Schiff und dann wurden alle nach und nach abgemetzelt. Man hatte immer so ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, man hatte durchgehend eigentlich Angst, weil man nie wirklich wusste, wo ist das scheiß Vieh jetzt, was ist das überhaupt für ein Vieh? Und diese Stimmung soll jetzt mit Alien Isolation auch wieder aufkommen. Ich weiß, ich bin ungefähr 6 Jahre zu spät mit dem Spiel, aber ist ja nicht schlimm. Besser spät als nie. So. Gut, Schwarzeiche. Habe ich schon vor ein paar Folgen gesichert. Und momentan sieht es ja nicht so schlecht aus. Momentan finden wir keine Dörfer mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu laut gesagt. Ich weiß ja nicht, inwiefern Minecraft da meine Stimmenerkennung da aufzeichnet. Ich weiß, wir laufen jetzt ein bisschen weit nach links. Das hat alles schon seine Berechtigung. Das sind alles... Boah, also... Gut, Dschungel ist das hier nicht. Wir geben aber nicht auf. Wie kann es denn sein, dass es so wenig Dschungel gibt? Vor allem, ich lese so oft, ne, dass die Leute sich beschweren, egal wo ich starte, immer ist da irgendwo Dschungel. Das nervt voll. Alter, ich würde Dschungel mit Handkuss nehmen. Ich würde Dschungel mit Handkuss nehmen. Gut, ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben. Also einen Ort, einen Dschungelort kannten wir ja. Den haben wir tatsächlich mal gefunden. Da haben wir auch den Bambus. Da könnte ich mal wirklich raussuchen und gucken, ob wir von da aus hier hin, aber das ist nicht dasselbe. Och, und die Musik ist auch wieder so stressig, ne? Die ist gut. So, glaube ich jedenfalls. Ja, die ist gut. Boah, ist das schön. Alter, sowas gefällt mir. Alter, guck dir den Baum da hinten an. Alter, ist das nicht majestätisch? Ist das ein Bienenstock? Gut, hätte ich jetzt eine Behutsamkeitsspitzhacke, könnte ich mir die sogar grabbeln. Ich glaube, wir müssen da jetzt wieder rum. So rum wollte ich nicht. Lass mich durch. Jung. Ich habe sowas von gar keine Lust, ne? Auch noch extra hier alles graben zu müssen. Lass mich los. Ist das schön hier? Ist das schön?
Auch schon wieder so ein Ort zum Verlieben. Guck dir mal die schönen Blumen an und Alter, ist das schön. Pass mal auf, ich mache hier mal einen Screenshot. Weil es einfach nur schön ist. Habe ich schon gesagt, dass es schön ist? So. Weil es auch so ist. Es ist wunderschön. So. Und weiter geht's. Gesättigt. Alter, ich wäre nicht gesättigt nach drei Broten. Ich wäre tot. Okay. Wir bleiben aber mutig und stets bemüht. Am Ende kommen wir noch in Staffel 1 wieder an. Könnte sogar theoretisch... Oh, warte mal. Ja. Ist es das? Ja, wir haben einen Sumpf. Hu, ha, hi, ha, hu. Ich sag doch, das Warten lohnt sich. Oh, wir sind am Ende. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann, ja, krabbeln wir erstmal ein paar Blütenblätter ab. Ja, bis demnächst. Tschüss.